Herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Ich habe heute mal wieder einen Gast mitgebracht, den Louis. Ja, einige kennen ihn vielleicht schon. Sein vorletztes Video, ich glaube, dein vorletztes Video war es auf YouTube, ist ziemlich viral gegangen, wo du darüber geredet hast, wie du in 12 Semestern deinen Bachelor gemacht hast, wegen einigen Tiefphasen am Anfang und Rückschlägen. Wir werden heute über das Thema sprechen, wie mit Rückschlägen umgehen, was soll man tun, wenn man gerade mal so ein Motivationstief hat, ja, wie kann man dagegen ankämpfen? Und bevor wir damit starten, aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Louis, freut mich, dass du da bist. Wir haben gerade schon im Voraus eine halbe Stunde miteinander gesprochen und haben gemerkt, hey, wir hätten auch gleich den Podcast aufnehmen können. Aber nichtsdestotrotz, freut mich, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz selber vor. Ja, danke dir für die Einladung nochmal. Wie du sagst, ich glaube, wir sind auch gedanklich gar nicht mal so unterschiedlich, haben alle so ein ganz, ganz vergleichbares Ziel im Leben. Ja, zu mir, ich bin Louis Newton, mache seit knapp einem Jahr YouTube-Videos und wie du sagst, ja, zuletzt ist das Ganze ein bisschen bekannter geworden. Ich befasse mich eigentlich in erster Linie mit Tipps und Tricks zum Studium. Ich bin eigentlich keiner, der euch irgendwie sagt, macht das und dann seid ihr erfolgreich. Es geht mir mehr darum, dass ich euch so ein bisschen vermittle, was habe ich in meinem Studium und in meinem Leben durchgemacht und versuche selber so ein bisschen zu reflektieren und daraus Schlüsse zu ziehen und die quasi dann an meine Zuschauer weiterzugeben, damit die daraus lernen können, damit die vielleicht ein, zwei Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen müssen erst, um daraus zu lernen. Und genau, das ist das Ganze, was ich so eigentlich grundsätzlich mache. Und deshalb sind wir jetzt, glaube ich, hier. Nice. Ja, es war ganz spannend, wie ich auf den Louis gekommen bin. Wir haben selber gerade einen TikTok darüber gedreht, warum Regelstudienzeit irrelevant ist. Ja, also jeder, der denkt, er muss in Regelstudienzeit studieren, der hat so einen Denkfehler, weil am Ende des Tages interessiert das wirklich die wenigsten Firmen, ob du in 6, 7, 8 oder 9 Semestern studiert hast. Bei dir ist jetzt aber nochmal ein Sonderfall. Du hast quasi hier 12 Semester Zeit gelassen. Jetzt würde die eine oder andere böse Zunge sagen, okay, du hast gefaulenzt oder du warst nicht diszipliniert genug. Am Ende des Tages sollte man dafür Verständnis haben. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie es bei dir dazu kam, dass du hast ja auch einen spannenden Aufstieg gehabt von 4-0, 5-0, so die ersten paar Semester zu nur noch 1, also kannst du vielleicht mal den Weg beschreiben, wie es dann bei dir von den ersten Semestern und schlechten Noten hingegangen ist zu, hey, ich schreibe jetzt nur noch 1, und ich gebe jetzt Vollgas. Gerne, klar. Genau, also gestartet habe ich mit der Grundeinstellung, die ich noch aus der Schule übernommen habe. Und da war es halt so, ja, ich mache halt, weil ich muss. Und irgendwie, wenn ich mich einen Tag oder zwei Tage vorher hinsetze und ein bisschen was lerne, dann komme ich schon durch. Es hat für das Abi gereicht, war kein besonders gutes Abi, war ein 2,9er Abi, aber hat gereicht und hat auch gereicht, um im Anschluss mein Studium zu starten. Aber da habe ich zum Beispiel auch schon den ersten kleinen Rückschlag erleben müssen, wenn man so will, weil ich in Köln wohne und hatte mich entsprechend für die Uni Köln beworben, aber wurde hier halt nicht angenommen, weil da der NC relativ niedrig oder hoch, je nachdem, wie man es jetzt formulieren will, ist. Und entsprechend bin ich da nicht angenommen worden. Da musste ich halt an eine andere Uni und habe im Endeffekt an der Uni Duisburg-Essen studiert. Auch eine gute Universität. Aber ich habe da gemerkt, okay, dadurch, dass ich mir in der Schule beispielsweise schon nicht so viel Mühe gegeben habe oder dadurch, dass ich da halt gewisse Entscheidungen getroffen habe, die sich in dem Moment mehr so angefühlt haben wie, ja, ist doch egal, hatten jetzt dann oder später im Nachhinein einen relativ großen Einfluss darauf, wie sich mein Leben entwickelt. Ne? Weil ich dann nicht hier an der Uni studieren konnte, die nur 10 Minuten von mir entfernt ist, sondern stattdessen eine Stunde, anderthalb zur Uni pendeln musste. Das war so der erste kleine Rückschlag, aber das hat sich auch in einer relativ kurzen Zeit dann so gefügt, denn man gewöhnt sich an alles. Ne? Und dann habe ich halt mein Studium gemacht, aber da hat sich diese Einstellung relativ schnell auch wieder so eingeschlichen von wegen, ja, das passt schon, ich mache hier mal ein bisschen, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht als in der Schule, aber ich habe mir auch kein Bein ausgerissen, was das angeht, also habe jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Und das ging so weiter bis halt zur Klausurphase, wo ich so gemerkt habe, okay, krass, das ist ein anderes Niveau an der Uni, das geht hier nicht mehr so gut und da, wie du gesagt hast, habe ich dann auch die ersten 4-0, 5-0 kassiert. Ich hatte auch ein, zwei Klausuren, die waren okay,
Aber wie gesagt, also der Großteil der Klausuren war dann wirklich knapp bestanden oder nicht bestanden. Und da habe ich dann wieder erstmal gedacht, okay, das ist irgendwie funktioniert das nicht. Es hat dann trotzdem noch eine ganze Weile gedauert, weil die Erkenntnis ist natürlich ein guter erster Schritt, aber das heißt nicht direkt, dass man dann auch nach Lösungen sucht. Ne? Das war dann erstmal so ein Motivationstief, weil ich gemerkt habe, oh, vielleicht ist das Uni nicht, ist das Studium nicht was für mich gemacht ist. Vielleicht bin ich in Anführungszeichen zu dumm für die Uni, zu dumm fürs Studium. Vielleicht kann ich das einfach nicht. Und habe mich dann quasi in den folgenden Semestern und Monaten mehr darauf konzentriert, erstmal auf meine persönliche Entwicklung so ein bisschen, da erstmal ein bisschen voranzukommen. Ich habe mich mehr erstmal auf Sport konzentriert, weil ich wusste, das ist etwas, das kann ich ganz gut. Und habe vom Sport in gewisser Weise nach und nach so ein paar Sachen übernommen, was Disziplin angeht, was diese Fähigkeit, sich selbst aufzuraffen und dann doch zum Sport zu gehen, obwohl man keine Lust hat. Und habe versucht, das zu nehmen und halt auf andere Bereiche im Leben zu übertragen. Das hat eine Weile gedauert. Das war alles andere als einfach. Das hat auch ganz, 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 ganz oft nicht geklappt. Aber nach und nach wurde es immer besser und dadurch, dass ich dann auch mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt habe, mir verschiedene Podcasts, Hörbücher, ich habe dann auch irgendwann angefangen zu lesen und nach und nach habe ich gemerkt, Sehr okay, gut. Lesen ist, kann ich eben empfehlen, wirklich, und habe danach und nach gemerkt, okay, ich kann das schon, ich habe das Potenzial dazu, es lag aber einfach an meiner Grundeinstellung so, ne? Also es war einfach dieses ich hatte mir fehlte der Antrieb, das Potenzial war da, aber die Umsetzung hat halt nicht dazu gepasst. Und das war so die Entwicklung. Das ist ein sehr spannender Punkt, an den ich gerne anknüpfen würde. Vielleicht kurz vorab, ich würde tatsächlich sagen, man braucht so einen gewissen Grund-IQ, um studieren zu können. Also das sollte wirklich jedem klar sein. Aber in den wenigsten Fällen, also in 99% der Fälle, wenn du auf so einem Level bist, dass du dir schon bewusst machen kannst, hey, ich muss was tun. Das hängt nicht unbedingt mit Intelligenz zusammen, sondern damit, wie diszipliniert ich bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon zu 99% gegeben, dass du diesen IQ hast. Ja, also das vielleicht vorab gesagt. Aber das hast du gerade auch indirekt sehr, sehr schön ausgedrückt, Luis. Das Ganze ist ein Prozess, egal ob von, hey, ich falle durch die Klausuren durch, zu, ich schreibe 2-0, 3-0, oder ob von, hey, ich bin schon bei 2-0 oder bei 2-4. Aber ich will auf 1,5, 1,6, 1,7 kommen, weil es mir einfach wichtig ist, später eine Führungsposition zu übernehmen oder eben halt bei den Top-Firmen gefördert zu werden und eben eine Position im Management nach 3, 4 Jahren Berufs- und Erfahrung einzunehmen. Das ist ja auch das, womit wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Und das ist eben so dieser Punkt, den man begreifen muss. Und wenn man den Punkt begriffen hat, das ist der erste Meilenstein in meinen Augen. Wenn du begriffen hast, hey, diese Änderung, die findet nicht von außen statt, sondern die findet bei dir statt. Und du hast es ganz alleine in der Hand, dass du solche Sachen wie Disziplin, Routine, Lernplan dir aufbaust. Ja, das ist die erste Hürde. Wenn du die genommen hast, ist es schon schwerer durchzufallen, als nicht durchzufallen, wenn man sich dem mal bewusst geworden ist. Ich Ja. glaube auch, also ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, wo ich gemerkt habe, das ist eine Sache, die wirklich, egal in welchem Bereich, dich im Leben unglaublich viel weiterbringt, ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sein eigenes Handeln zu reflektieren und auch nicht nur sein Handeln, sondern auch seine eigenen Gedanken reflektieren zu können, weil man dann merkt, Ja. okay, im Endeffekt alles, was du tust, ist, ne, da gibt es ja auch so Sprichwörter, alles, was du tust, ist Ergebnis von deinen Gedanken. Und alles von deinen Gedanken, war das ist so eine, Aber es stimmt halt auch. es Also ist das halt sind so so, ne? Wenn du in 0815 der Lage Sprüche, aber bist, es stimmt halt, ja. genau, wenn du in der Lage bist, die Wurzel, so das, was in deinem Kopf vorgeht, irgendwie zu ändern oder da zu gucken, was geht da überhaupt ab und verstehst, dass das deine zukünftigen Handlungen beeinflusst, dann hast du quasi viel, viel mehr Möglichkeiten, dein Leben auch nachhaltig zu verändern, weil du einfach ja, in der Lage bist zu schauen, was funktioniert nicht, was habe ich selber falsch gemacht und was kann ich nächstes Mal besser machen. Und von da aus kannst du dann wirklich, also natürlich auch im Studium, natürlich in der Arbeit, aber gefühlt halt wirklich alles deutlich, deutlich verbessern. Also auf den Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, das fällt mir jetzt gerade erst ein, darüber haben wir im Voraus auch nicht gesprochen, ist so das Thema,
Denkmuster, also Mindset, das ist so ein Thema, das wird von vielen durch den Dreck gezogen, einfach weil diese ganzen Lamborghini-Typen und so weiter dieses Wort auch benutzen. Aber es ist halt wirklich das Thema, das am Ende als Werkzeug fungiert, um dich als Person aufzubauen. Und ein Werkzeug ist, ja, nehmen wir mal ein Messer. Ein Messer ist in den Händen von einem Koch enorm hilfreich, weil der kann dir was Leckeres zu essen zaubern. In der Hand von einem Psychopathen, der jemanden ermorden will, ist ein Messer nicht so gut. Also das ist kontraproduktiv. Also so kann man das Mindset eben auch sehen. Und was ich jetzt gern fragen würde, beziehungsweise was ein Punkt ist, der mich interessiert, was würdest du sagen, wie ausschlaggebend ist wirklich die, ich habe da meine Meinung dazu, ich bin auf deine super gespannt, aber wie ausschlaggebend würdest du sagen, ist die eigene Einstellung, also das eigene Mindset gegenüber dem Studium, dem Lernverhalten und generell der Arbeit, die du erledigst? Das Mindset gegenüber dem, was man, also im Endeffekt gegenüber dem, was man tut, ne, grundsätzlich. Oder? Ja. Okay. Ja, also super wichtig. Ich finde, man muss eine gewisse Sinnhaftigkeit beispielsweise daran sehen. Man muss manchmal, muss man auch in der Lage sein, sich selber irgendwie einen gewissen Sinn zu vermitteln. Also vielleicht gibt es gar nicht so von wegen da so was total Offensichtliches, wo man jetzt sagt, okay, nehmen wir das Kochbeispiel, man kocht, damit man danach im Anschluss was zu essen hat. Da ist der Sinn, also der Zweck des Ganzen natürlich relativ klar. Ja. Wenn du studierst, man kann natürlich sagen, man studiert, damit man einen guten Job hat, aber voll, also beispielsweise mir hat das als Grund nicht gereicht. Ich setze mich ja nicht Stunden über Stunden, über mehrere Jahre an meinen Schreibtisch und lerne da ununterbrochen, damit ich im Anschluss in einem Job über Jahre lang an meinem Schreibtisch sitze und halt da für irgendein Unternehmen arbeite. Und deshalb finde ich, man muss ein gewisses Mindset, eine gewisse Antworten auf diese essentiellen Fragen haben, damit man so einen Grundantrieb hat. Also wie gesagt, bei mir war es beispielsweise in Bezug auf Studium, dass ich zum einen grundsätzlich einfach gerne lerne. Ich interessiere mich für viele verschiedene Sachen und das Studium ist, obwohl es teilweise ein bisschen veraltet ist und die Lernmethoden auch nicht immer die besten sind, trotzdem ist es ein super Format oder ein super Kontext, um viele, viele spannende neue Sachen zu lernen. Und diese Möglichkeit muss man teilweise auch mal erstmal so zu schätzen wissen, weil klassisches Beispiel, guter Punkt. Woanders auf der Welt haben die halt nicht die Möglichkeiten. Und wir hier nehmen das halt für so selbstverständlich und beschweren uns sogar noch darüber. Aber unabhängig davon ist es einfach wichtig, dass man sagt, okay, ich studiere, wieso studiere ich? Was ist der Sinn da drin? Wieso mache ich das? Nicht nur für einen guten Job, weil, wie gesagt, ich glaube, für die wenigsten, wie du auch gerade bestätigt hast, für die wenigsten ist ein guter Job, wo man halbwegs vernünftig verdient, Grund genug, um jahrelang sich durchs Studium zu quälen. Deshalb, man muss sich irgendwie überlegen, wieso mache ich das? Und da sind die Antworten natürlich aber auch sehr unterschiedlich. Sehr, sehr gut. Also ich habe da schon einige Aspekte decken sich. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Du hast es auch schon angeschnitten. Ich würde es nochmal zu Ende führen. Das Allerwichtigste ist am Anfang, und es gehört für mich zu einem Fundament, bevor man anfängt zu studieren, ist, dass man sich so eine gewisse Mission auferlegt. Also, dass man sagt, hey, ich habe eine Mission und um diese Mission erfolgreich auszuführen, brauche ich ein Studium oder möchte ich ein Studium machen? Weil was man sich immer ganz gut fragen kann, das machen wir auch mit unseren Teilnehmern im Training, wer willst du später sein? Welche Bedingungen musst du erfüllen, um diese Person zu werden und wie möchtest du es ausdrücken? Also man kann ja alles möglich sagen. Man kann sagen, hey, ich will später jemand sein, der viel arbeitet, dem es gut geht, der aber auch anderen weiterhelfen kann. Das ist jetzt was sehr Allgemeines, ja. Und dann musst du dich halt fragen, wie willst du das ausdrücken? Natürlich kommen noch so Sachen dazu wie, was ist das konkrete Ziel? Also dass man sich mal ein smartes Ziel setzt, dass man wirklich messen kann. Was heißt, du willst anderen helfen? Was heißt, dir soll es gut gehen? Also finanziell oder willst du die passende Frau gefunden haben? Im Optimalfall natürlich alle wichtigen Bereiche, also Beziehungen, Karriere und Sport, also psychische, physische Gesundheit, gutes Umfeld. Aber das ist halt was den meisten, glaube ich, fehlt, warum sie sich nicht vernünftig durchs Studium bekommen. Diese Mission zu wissen, wofür mache ich das Ganze? Und dann das aber wirklich auch runterzubrechen. Okay, wofür setze ich mich jetzt hin und lerne irgendwas, was ich vermutlich danach wieder vergesse?
Warum lasse ich mich jetzt runterziehen, wenn ich durch die Prüfung durchgefallen bin? Weil am Ende des Tages ist ja so, deine Resultate sind ja nur Ergebnisse aus deinem Handeln. Auch wieder so ein Phrasenspruch, aber es ist am Ende des Tages so. Es ist deine eigene Verantwortung, wenn du durch eine Klausur durchfällst. Und wie du das dann aufnimmst am Ende des Tages, ist auch deine eigene Verantwortung. Die Ereignisse um dich herum können dir ja keine Emotionen machen. Das Einzige, was die Emotion macht, ist die Bewertung der Ereignisse. Also du fällst durch eine Klausur durch und bist traurig. War bei mir am Anfang auch so. Ja, zweites Semester, Rechtklausur, 5-0 direkt mal durchgehagelt. Und ich war auch angepisst. Nicht traurig, aber ich war halt einfach genervt. Ich bin im vorletzten Semester auch nochmal durch eine Klausur durchgeflogen, weil ich enorm viel um die Ohren hatte mit meinem Unternehmen. Ja, ich bin sowieso schon war 60, 70 Stunden eingespannt, habe die Klausur nicht gepackt, habe mich kurz hingesetzt und mir gedacht, ja, okay, gut, ich bin jetzt durchgefallen. War jetzt auf jeden Fall eine gute Lehrstunde, dass ich da nochmal mehr machen muss. Also das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also ich habe es reflektiert und habe gesagt, okay, was verbessere ich? Und danach habe ich sie bestanden mit 1, Und das verstehen die meisten nicht, dass man, wenn man einmal diesen Plan aufgebaut hat oder diese Mission und dann weiß, wie geht man mit Rückschlägen um? Vielleicht kannst du dazu auch jetzt gleich noch was sagen, wie man in deinen Augen mit Rückschlägen umgeht. Du hast ja auch ein paar erlebt am Anfang. Aber das ist für mich das Essentielle, das Mindset und die Einstellung gegenüber Rückschlägen und die Kombination mit, hey, ich habe einen Plan, wie ich vorgehen soll. Das ist halt was, was dir so eine innere Festung aufbaut, die fast niemand kaputt machen kann. Also wir sehen jetzt mal ab von Krankheiten, Todesfällen und so weiter. Das sind Sachen, die kann wirklich niemand kontrollieren. Ja, aber egal, was dann von außen kommt, da kommt keiner rein in deine innere Festung, wenn du dir mal sowas aufgebaut hast. Oder was meinst du dazu? Kann ich mich im Großen und Ganzen auf jeden Fall anschließen. Mir ist dazu ein vielleicht relativ interessanter Punkt eingefallen, nämlich die Möglichkeit, die du gerade gesagt hast, die Möglichkeit, verschiedene Ereignisse zu interpretieren. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Ne, das ist so ein Thema, was vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen, wenn man sich da mal mit dem Thema Stoizismus auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt. Ja, sehr nice. Aber genau, da gibt es so ein, zwei Bücher, die auch sehr bekannt sind. The Daily Stoic zum Beispiel. Stoizismus ist im Endeffekt eine Lehre, wo man einfach guckt, dass man in der Lage ist, mit den äußeren Einflüssen selber umzugehen. Also wie man kontrolliert oder man achtet sehr intensiv darauf, wie man selber auf äußere Faktoren reagiert. Wie sind die Gedanken? Was sind die automatischen Reaktionen, die man hat? Und wie kann man das so ein bisschen versuchen, also zu trainieren, sodass man vielleicht nicht direkt niedergeschlagen ist, wenn man halt mal eine schlechte Note kriegt. Oder dass man halt nicht direkt aufgibt, wenn man mal irgendwie etwas nicht schafft. Das ist wichtig, weil im Endeffekt, wir werden immer wieder Probleme haben im Leben und wir werden immer wieder Rückschläge haben, aber es ist halt wirklich das, ist eigentlich auch wieder so eine klassische Frage, aber es ist halt wirklich so, es ist entscheidend, wie man damit umgeht und ob man dann wieder aufsteht, weitermacht und das mehr so als Motivation nimmt oder ob man sich halt davon wirklich aus der Bahn werfen lässt und dann halt aufgibt. Und das ist halt so der grundsätzliche Faktor, der ein Zweifel auch zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheidet und das ist halt auch wirklich das, was du meintest, was diese in gewisser Weise innere Festung ist, wenn da irgendwas halt quasi anklopft, was was Probleme macht in so einem Niederschlag, so einem Rückschlag, dann ist halt die Frage, ob diese Festung zusammenbricht direkt, weil sie halt kein stabiles Fundament hat oder ob es halt stehen bleibt und man sagt, okay, ich gehe damit um, ich schaue jetzt, dass ich das beim nächsten Mal besser mache. Wie würdest du denn sagen, was sind denn so die 3 Quick-Tipps, also wir haben jetzt auch schon viel über dich erzählt, du warst am Anfang wirklich, verzeih mir jetzt die Ausdrucksweise, aber du warst einfach ein schlechter Student und hast dich dann zu einem Top-Student entwickelt. Was sind so die 3 wichtigsten Dinge, die du jetzt den Zuhörern hier mitgeben kannst, wo du sagst, hey, wenn es brennt bei euch, wenn ihr schlechte Noten schreibt und nicht jeder hat halt jetzt ein paar Monate oder ein paar Jahre sogar Zeit, um so einen Prozess durchzumachen, dass denke ich, muss jedem klar sein, dass es ein Prozess ist. Aber was sind denn so in deinen Augen 3 Dinge, die man sofort tun kann, wenn man merkt, hey, jetzt brennt es gerade, ich muss jetzt in den nächsten Tagen was ändern? Okay. Der erste Tipp ist wirklich, das, was wir gerade so versucht haben, so ein bisschen anzusprechen, versuch ein bisschen reflektierter zu sein. Versuch mehr darüber nachzudenken, okay, wieso
bin ich in der Situation, in der ich gerade bin? Wieso habe ich jetzt das Problem, dass ich extrem viel Stress habe oder nur noch 2 Wochen habe bis zur Klausur und noch gar nichts dafür getan habe? Ne? Natürlich kann man es dann letztendlich in der Situation auch nicht ändern, aber man kann es beim nächsten Mal in der nächsten Klausurphase deutlich, deutlich besser machen. Ja. Und man erinnert sich dann einfach an die letzte, wo man gedacht hat, ey, ich weiß noch, vor 6 Monaten, da hab ich gesagt, ich mache das beim nächsten Mal besser. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es besser machen kann. Deshalb mache ich es jetzt auch besser. So, und also wirklich in der Lage zu sein, aktiv zu reflektieren, was habe ich bisher gemacht und wo kann ich wirklich verändern, sodass ich da langfristig auch wirklich was von profitieren kann. Zweiter Punkt, muss man gerade überlegen, was gibt es noch? Ich glaube, auch wenn das viele nicht gerne hören, Selbstdisziplin ist einfach ein extrem großer Faktor. Man kann nicht immer nur handeln, wenn man gerade Lust drauf hat. Es ist leider so, das Leben ist nicht immer spaßig und auch wenn man einen Grund hat, auch wenn man weiß, wieso man das macht, muss man manchmal auch an den Tagen, wo man wirklich keine Lust hat, wo man Kopfschmerzen hat, wo man wirklich, keine Ahnung, wo man wirklich alles lieber machen würde, als sich jetzt an den Schreibtisch zu setzen und zu lernen, auch da muss man sich manchmal zwingen. Und vor allem sind das halt wirklich auch die Tage, die dich langfristig weiterbringen, weil du dann in der Lage bist, das beim nächsten Mal auch eher zu machen. Also deshalb würde ich sagen, die Möglichkeit, sich auch entgegen der, ja, keine Lust, Gedanken, sich trotzdem quasi hinzusetzen, ja, und was zu tun, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, egal bei was. Wolltest du dazu was sagen? Ich habe da eine richtig gute Ergänzung dazu. Ja. Du musst dir einfach mal klar machen, also du jetzt als Zuhörer oder Zuschauer, du bist nicht dein Gefühl, sondern du hast nur ein Gefühl. Ja. Das bedeutet, sobald du danach handelst, nach deinem Gefühl, dann wird es zur Realität. Aber wenn du nur in Anführungszeichen dieses Gefühl hast, und deswegen ist es auch spannend, sich vielleicht schon mit der Evolution auseinanderzusetzen, wie wir uns entwickelt haben, was Gefühle eigentlich sind, wofür Gefühle notwendig waren früher. Ja, so viele, die in meinen Augen, um jetzt ein bisschen weiter auszuschweifen, die Probleme haben mit Angst, Stress und so weiter. Wenn man sich einmal klargemacht hat, dass das im Grunde genommen, ich sage das jetzt so einfach, aber es ist am Ende auch so einfach, dass das im Grunde genommen unnötig ist, weil halt alles gedeckt ist heutzutage. Da kann man sich schon so viel nehmen, wenn man sich mal das Bigger Picture heutzutage anschaut, wie gut es uns eigentlich geht. Und nicht nach seinem Gefühl zu handeln, ist eines der wertvollsten Fähigkeiten, die man haben kann. Vielleicht der eine oder andere versteht es nicht. Ich gebe euch mal was mit. Ihr standet bestimmt alle schon mal irgendwie an einem Abgrund, an einer Klippe. Bei mir war es im Auslandssemester Lissabon, als ich in Lissabon war, in Nazaré, da sind die höchsten Wellen der Welt. Ja, und da geht so eine 200 Meter Klippe runter. Mhm. Und das Hirn macht automatisch diesen Gedanken an, also bei mir zumindest. Ich bin auch so ein Typ, ich feiere das, mich Adrenalinkicks feiere ich total. Ich habe mir gedacht, hey, was würde passieren, wenn ich in so eine 20 Meter Welle reinspringe, die danach gegen die Felsen sondert. So, jeder kann sich denken, was dann passiert. Aber das war in dem Moment ja nur ein Gedanke. Ja, ein Gedanke ist nicht das, was ich bin, sondern ist halt nur ein Gedanke. Und dasselbe ist eben mit den Gefühlen. Ja, und das war das sehr, sehr guter Tipp. Ja, das ist wirklich. Ich glaube, ich würde auch den dritten Tipp, glaube ich, auch nochmal in die gleiche Richtung formulieren und eigentlich das auch nochmal zusammenfassen, nämlich wahrscheinlich fast jeder hat Angst, hat Stress, macht sich selber Druck im Studium, weil man die besten Noten schreiben will beispielsweise, weil man vielleicht gewisse Erwartungen hat, egal ob die jetzt von außen kommen, von den Eltern, Geschwistern, sonst wie, oder einfach von sich selber. Gleichzeitig muss man sich einfach auch bewusst sein ab und zu, ganz ehrlich, das Studium und deine Noten bestimmen nicht dein Leben. Also das ja. Die sind wichtig, die sind wichtig und man ja. muss sich da Mühe geben und das ist auch kein Grund, um jetzt beispielsweise nichts zu tun oder halt nur das Nötigste zu tun. Aber wenn du dir Mühe gibst, wenn du dann trotzdem nur eine 3-0 oder eine was weiß ich schreibst, das ist nicht so, als wäre dann jegliche Chance auf einen guten Job oder jegliche Möglichkeiten in deinem Leben vorbei. Also ich finde, man muss das immer so ein bisschen in Relation sehen. Man muss wirklich sich Mühe geben, man muss das Beste geben, was man hat und versuchen, immer das Beste rauszuholen und besser zu werden. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ist es halt so. Also man muss ja nicht sagen, ich muss unbedingt einen 1-0er Bachelor machen. Das ist sowieso total absurd. Aber es ist halt wirklich so, dass auch das Studium, auch die Noten, die du im Studium schreibst, nicht wirklich deine Zukunft bestimmen. Es gibt so viele andere Faktoren, haben wir jetzt auch teilweise schon ein bisschen angesprochen oder
haben die auch in, habe ich in Videos angesprochen, hast du, habt ihr bei euch schon ein paar Videos angesprochen, Praxiserfahrung, zusätzlich Qualifikation, anderes Engagement, das man zeigt. Es gibt so viele Faktoren, mit denen man seine Zukunft wirklich in die Hand nehmen kann. Und ob du dann in einer Klausur eine 1-0, 2-0, 3-0 oder 4-0 hast, ist im Zweifel in 10 Jahren wirklich sowas von komplett egal. Deshalb. Fünf, also viel früher schon. Ja, oder genau, wahrscheinlich schon in 5 Jahren, wahrscheinlich schon in 3 Jahren. Aber im Endeffekt ist es super, also ist es wirklich nicht wichtig, ob du mal eine Klausur verhaust. Es ist nicht ein Grund, um weniger zu tun. Es ist kein Grund, dass man irgendwie deshalb jetzt das Ganze schleifen lässt. Denn die Fähigkeit zu lernen und aktiv wirklich auch sich mal durchzubeißen, in Anführungszeichen, wird dir egal wo im Leben weiterhelfen. Und das ist auch ein Punkt des Studiums, finde ich persönlich. Studium ist nicht nur Lernen auf akademischer Ebene, sondern Studium ist ganz, ganz viel persönliche Entwicklung. Das ist eine Zeit, in der wir ganz, ganz viel an uns selber arbeiten können, an uns die wichtigen Fragen im Leben stellen können und damit dann in die weitere berufliche oder echte Welt rausgehen können und dann so wirklich erst zurechtkommen müssen. Da knüpfst du an einen sehr spannenden Punkt an, der, also wir sprechen jetzt schon seit einer halben Stunde, deswegen ist es mal so, einer der letzten Punkte, den ich aufführen möchte. Ich habe es mir gerade fett aufgeschrieben, wer das Ziel hat, 1-0 Bachelor zu machen, also das ist eine reine Ego-Sache. Ja. Kein Mensch der Welt braucht 1-0, 1-1, 1-2, 1-3. Wenn du schlau bist, du schaffst das mit den Dingen, die du nebenher noch erledigen solltest, also vernünftiges Engagement, vernünftige Praktika, good game auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, aber wenn du dir das als Ziel setzt und wirklich da nicht nach Pareto handelst, sondern wirklich Vollgas gibst, nächtelang, und ich habe schon solche Leute, ich habe mit solchen Leuten gesprochen, ich weiß, dass es so Leute gibt, komm von diesem Ego-Trip runter, also hör auf, dich mit deinem Studium zu identifizieren und fang an, dich mit dem zu identifizieren, was wirklich in der Realität draußen wichtig ist und was Substanz hat. Das ist nicht nur das Studium, sondern das sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die Aufgabe, die du erledigst, die Firma und die Mission und Vision, die die Firma hat. Das ist das, was Konsistenz hat. Noten sind am Ende nur der Schlüssel, der dir halt je höher du gehst auf der Stufe 2-0, 1-0, desto mehr Türen kannst du aufschließen. Aber du willst gar nicht alle Türen aufschließen, weil am Ende bleibst du im Gang stehen und wählst keine der Türen und denkst dann, hä, jetzt mache ich halt noch meinen Master. Im Master passiert dann dasselbe. Ja, okay, jetzt mache ich meinen Doktor. Du musst halt auch mal irgendwann durch eine Tür durchlaufen. Und du kannst halt nur durch eine durchlaufen. Die anderen musst du eh wieder zuschließen. Und dann bringt dir auch kein 1-0-Bachelor was. Also das ist eine der wichtigsten Dinge. Und dann hast du gerade auch noch angesprochen. Lass mich kurz überlegen. Du hast gerade davon gesprochen, dass wenn du eine gute Note schreibst, oder eine schlechte Note, dass das gar keinen großen Unterschied macht. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich teste ja die Methoden, die wir unseren Teilnehmern im Training weitergeben, teste ich ja auch regelmäßig aus. Ich habe mich bei Unternehmensberatungen beworben. Die sind ein bisschen moderner unterwegs. Die haben mich nicht mal nach meinen Noten gefragt. Also die haben gar keinen Wert auf Studium gelegt, sondern auf die Qualifikationen. Vielleicht mal ein bekannteres Beispiel. Die Firma Porsche kennt zum Beispiel jeder. Ich war während meinem Studium dort im Bewerbungsgespräch. Da hat sich auch niemand meine Noten angeschaut. Die haben mir Bauteile hingelegt und gesagt, hey, wo liegt hier der Fehler? Also die haben sich, das war nicht der komplette Bestandteil von dem Gespräch, aber die haben mich persönliche Sachen gefragt, was ich selber für ein Mensch bin, was ich für eine Mission habe, was ich der Welt zurückgeben möchte. Also natürlich auch ein paar Stressfragen, das gehört auch zu jedem Bewerbungsgespräch. Aber am Ende des Tages haben die mich halt Sachen gefragt, die du noch nie in der Uni gehört hast und wo es egal ist, ob du 1-0, 2-0 oder 3-0 schreibst. Und das muss dir halt sehr, sehr bewusst werden, dass das am Ende des Tages die Realität ist und du dich nicht mit einem 1-0er-Studium irgendwie dir einen Job sichern kannst, der 10 netto im Monat bringt und wo du irgendwie eine Abteilung leitest. Also das ist es eben nicht. Vielleicht noch die letzte Frage. Du hast jetzt einen YouTube-Kanal gestartet. Ich bin auch der Überzeugung, dass es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch weiter durch die Decke geht. Zumindest wünsche ich mir das für dich. Ja, alle, die zuhören, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lewis Newton heißt, glaube ich, auch dein YouTube-Kanal, ne? Genau. Und was hast du für eine Vision und Mission für dich? Weil du bist ja jetzt im Masterstudium Wirtschaftsinformatik und arbeitest als Werkstudent, wenn ich es richtig verstanden habe. Machst jetzt das YouTube noch nebenher, was ich sehr cool finde. Ist eine coole Kombination. Aber was ist so deine Mission, Vision? Oder suchst du das gerade noch mit dem, was du tust, noch ein wenig?
Genau, stimmt, das hätte ich wahrscheinlich zu Anfang auch noch kurz erwähnen können, genau. Also ich mache gerade meinen Master jetzt in Wirtschaftsinformatik, Bachelor auch im gleichen Studium und gleichen Studiengang. Und mein persönliches Ziel und mein geplanter Werdegang ist noch nicht so hundertprozentig in Stein gemeißelt. Ich bin halt auch so ein bisschen jemand, der so ein bisschen, also eine gewisse Richtung hat, aber auch durchaus offen dafür ist, wenn es mal plötzlich eine Abzweigung gibt und dann mal guckt, was es da zu entdecken gibt. Beruflich sehe ich mich aber beispielsweise mit meinem Wirtschaftsinformatik-Hintergrund eher im Bereich der Business-Analyse, im IT-Consulting, so in der Richtung, quasi in der Funktion, wo man Unternehmen oder Kunden dahingehend berät, wie die ganze IT oder was die Anforderungen sind, wie die IT strukturiert werden muss und so weiter und so fort. Aber wie du sagst, gleichzeitig mache ich YouTube und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass mir das auch sehr, sehr viel gibt. Also das werde ich auch mit Sicherheit noch sehr, sehr lange weitermachen. Und deshalb ist auch da, wer weiß, was ich bei YouTube oder vielleicht auch einfach nur durch YouTube, durch Kontakte, die ich über YouTube, wie beispielsweise wir hier jetzt gerade, wer weiß, was sich dadurch noch alles ergibt. Deshalb bin ich da prinzipiell auch ein bisschen offen. Aber grundsätzlich bin ich auch trotz allem, trotz den Sachen, die quasi neben dem Studium und neben meiner Werkstudentenstelle passieren, sehr interessiert, auch an dem ganzen Bereich von IT, von IT-Consulting und alles, was es da so in dem Bereich auch zu entdecken gibt. Also, jetzt müsst ihr euch überlegen, der Luis hat jetzt einen guten Bachelor, der hat den gleichen Schnitt wie ich im Batch 2.2 hast du gehabt. Genau, Ne? ja. Wir haben den identischen Schnitt, wir haben ungefähr in dieselbe Richtung studiert. Ich hatte auch 3 Semester lang Informatik, ich Wirtschaftsingenieurwesen, er Wirtschaftsinformatik. Und wir können beide von uns sagen, dass wir eine grobe Vorstellung, nicht mal nur eine grobe, ich denke auch schon eine genauere Vorstellung. Also, wenn wir uns jetzt bewerben müssten, ich wüsste jetzt sofort, hey, wohin muss ich Bewerbungen schicken, damit ich einen guten Job mit guten Konditionen, mit den passenden Kollegen, dass ich den bekomme und wie ich es anstelle. Aber wir sind halt auch noch flexibel und offen für andere Dinge. Und da muss man sich halt klar machen, dass das, wenn man einmal diesen Plan sich aufgestellt hat, das muss kein Schritt-für-Schritt-Plan sein. Ja, das ist in den wenigsten Fällen notwendig. Es gibt manche bei uns im Training, die sagen, ich will aufs Verrecken ins Investmentbanking. Und mit denen müssen wir halt wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan aufstellen. Die müssen Praktika machen, 3 Stück. Die müssen sich in den Praktika hocharbeiten. Die brauchen einen genauen Plan, weil da ist halt wirklich, also Konkurrenzkampf ohne Ende. Da kommen die Top 5% rein und dann ist auch Ende Gelände. Dann kommt es auf enorm viele Faktoren an. Aber das ist ein anderes Thema. Aber schaut mal, wie in Anführungszeichen wenig Plan wir noch haben. Wir sind einfach noch sehr flexibel, aber wir wissen trotzdem, wo es lang geht und wir haben genügend Optionen. Und darum mein Tipp an alle, schaut, dass ihr euch Bereiche anschaut, die euch interessieren. Ob ihr da jetzt gut drin seid oder nicht, spielt mal keine Rolle, aber bildet euch neben der Uni persönlich fort. Egal, ob ihr mit Büchern anfangt oder Seminaren oder mal einen Videokurs. Ich habe auch mit einem Buch angefangen. Es ist nur wichtig, dass ihr irgendetwas macht, ja, was euch halt interessiert. Egal, ob das Thema Geld ist oder das Thema Aktien oder das Thema Selbstständigkeit, wie es bei mir dann vor 2, 3 Jahren der Fall war. Schaut euch einfach an, dass ihr euch für ein Thema interessiert, das euch einen weiteren Weg eröffnet und wegkommt von diesem, ja, okay, ich interessiere mich für Netflix, fürs Zocken und draußen mit Freunden in die Shisha-Bar gehen, weil das bringt euch halt legit einfach nicht weiter, Auf jeden ja. Fall. Also ich würde auch da kurz ergänzen, dass erinnert euch immer daran, wie viele Möglichkeiten wir heutzutage haben. Wir haben die verschiedensten Podcasts von den wirklich klügsten Köpfen gefühlt der Welt oder Zum und Beispiel unserer den hier. Gesellschaft. Und die geben uns die ganzen Informationen komplett kostenlos, erzählen, was die in den letzten 20, 30, 40 Jahren erlebt haben und fassen das für uns in einer halben Stunde zusammen. Also es gibt eigentlich kein, es gibt, ich glaube, es gab noch nie eine kleinere Hürde, um schnell und effektiv wichtige Informationen zu kriegen. Dafür muss man aber dann auch einfach mal ab und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt keine Netflix-Serie an, sondern höre mir einen Podcast an, sondern nimm mir ein Buch. Übrigens, Lesen, eine der wichtigsten Gewohnheiten, die ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. So viele wichtige Informationen, Ja. aber auch die Fähigkeit, sich einfach mal in Ruhe hinzusetzen, sich zu konzentrieren auf etwas, was auch im Studium super wichtig ist, dass man mal wegkommt von den ganzen super fancy und ganz viel passiert in 10 Sekunden Social Media Sachen. Ich weiß, ich bin theoretisch selber Teil von Social Media, aber ich versuche halt trotzdem darauf zu achten selber, dass ich nicht konsumiere großartig. Also auch wenn ich YouTube-Videos mache, gucke ich nicht besonders viele. Und
dass ich auch andere Plattformen wie TikTok und so weiter, also TikTok habe ich nicht mehr auf dem Handy, aber unabhängig davon, es geht halt darum, dass sowas wie Lesen und andere Gewohnheiten wirklich sehr weitreichend dein Leben beeinflussen können. Einmal in Bezug auf Information, andererseits aber auch auf so Fähigkeiten wie Konzentration beispielsweise. Nice, das war auf jeden Fall ein guter Abschluss, Luis. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Also am Ende nochmal die Einladung an euch alle. Falls ihr euch jetzt damit identifizieren konntet und sagt, hey, ich habe auch noch das eine oder andere Problem, ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns bewerben. Den Link findet ihr wie immer unter dem Video beziehungsweise auch in der Beschreibung von dem Podcast. Da werden wir uns mal anschauen, wenn ihr geeignet seid, in 60 bis 90 Minuten, wo ihr gerade steht, wo es für euch hingehen soll. Egal, ob ihr Probleme habt mit Noten schreiben, wie lernt man richtig, eine passende Praktikastelle finden, generell die ganzen Themen rund um strategischer Aufbau vom Studium, richtige Auswahl des Studiums, richtige Auswahl der Module. Es sind halt einfach unfassbar viele Themen, die man behandeln muss, egal wo ihr gerade steht. Wir schauen uns das in einem kostenlosen Erstgespräch an, ob wir euch da weiterhelfen können. Da könnt ihr euch gerne mal bewerben. Und auf jeden Fall das Wichtigste, schaut bei dem Luis vorbei. Der macht sehr, sehr gute Videos. Da könnt ihr auch enorm viel mitnehmen. Und wenn ihr schon konsumiert, konsumiert nichts, was euch nur billiges Dopamin reinkickt, sondern solche Inhalte wie von uns beziehungsweise Spezielles von Luis. Da kommt ihr zumindest mal weiter. Natürlich, wenn ihr auf einem gewissen Stand schon seid, bringe ich auch keine Videos mehr, sondern da müsst ihr selber was tun. Da können wir vielleicht schon nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen. Aber freut mich, dass das heute geklappt hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir für die Einladung und wir sehen uns. Danke.